Hallo, das bin übrigens ich. Und zwar mache ich jetzt ein kleines Video zum zweiten Teilwettbewerb vom F3X. Der ist jetzt dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, also für euch letztes Wochenende. Ich zeige euch einfach mal so, wie das auf so einem F3X abläuft. Und vielleicht überlegt sich der eine oder andere, ja auch mal hinzukommen zum letzten oder nächstes Jahr. Ich fahre jetzt Mittwoch, also morgen für mich schon los. Ist für mich ca. 200 Kilometer. Weil dann kann ich mich da einfach schon, ich habe eh Urlaub und dann kann ich da noch ein bisschen trainieren. Und es sind immer coole Leute da, mit denen man ein bisschen Spaß haben kann. Ich werde euch da so durchs Wochenende ein bisschen führen. Also, wir sehen uns. Also wir haben es jetzt Samstag, ich glaube Viertel nach sieben. In einer Stunde ist Briefing, die ersten bauen schon auf. Und ja, ich gehe jetzt mal eine Runde rum und filme mal so ein bisschen. Und ja, es ist immer so ab Viertel vor neun fangen wir an zu starten mit den ersten Durchgängen.
man sieht jetzt hier noch gut, abends geht noch mal ein bisschen was mit Schaumsachen. Also sobald Programm eigentlich beendet ist und freitags halt, wenn keiner mehr fliegt, wird hier alles, was geht, an Schaum ausgepackt und noch mal ein bisschen Spaß gehabt. Also es lohnt sich schon, es ist halt ein lustiges Beisammensein eigentlich. Also ihr filmt das irgendwie? Ich sehe nichts, es ist so geblendet in meinen Augen. Der Lichtkegel am Boden ist so geil.
Alter. Der Winkler ist gerade gestorben. Im Arsch? Ja. Winkler ist tot. Yeah.
Lukas, gib alles. So, also mittlerweile sind hier fast alle abgehauen. Siegerehrung ist jetzt vorbei. Raffs bauen jetzt auch noch ab. Genau, Wettbewerb ist vorbei. Xander, was sagst du denn so? Wie findest du die F3X-Wettbewerbe? Also ich finde es schon immer schöne Wochenenden und man merkt einfach auch, dass immer der Spaß im Vordergrund steht und eine zwanglose Sache ist das Ganze und es macht schon immer richtig Spaß. Das Gute ist halt, man trifft halt hier alle möglichen Leute aus ganz Deutschland und man kann sich halt gut über alles Mögliche unterhalten, man hat Spaß und so Abend wird halt immer ein bisschen länger gemacht und ja, also es ist eigentlich immer ein schönes Wochenende, man freut sich drauf und ja, lohnt sich auf jeden Fall.